Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 50. Das ist der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Energiepolitik neu denken, Bürgerwillen ernst nehmen, Drucksache 20-17a, verbunden mit Tagesordnungspunkt 50. Das ist der dringliche Antrag der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Klimaschutz und Energiewende weiterhin erfolgreich und bürgerfreundlich gestalten, Drucksache Nummer 20-266. Redezeit ist 10 Minuten. Erster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion, die Freien Demokraten, René Rock. 10 Minuten. Lieber René Rock, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir werden heute wieder einmal, wie so oft in diesem Hessischen Landtag, über das Thema Energiepolitik, Windkraft und Klimaschutz diskutieren. Ich möchte den Einstieg einmal anders probieren. Ich möchte den Einstieg einmal anders probieren und appelliere an die Fraktion der LINKEN. Wir haben heute differenziert über Abschiebung diskutiert. Ich würde mir wünschen, Sie würden auch differenziert über unsere Vorschläge zur Energiepolitik mitgehen, die aufnehmen und heute einmal nicht die Reden halten, die wir vielleicht immer gehalten haben. Ich würde an die SPD appellieren. Wir haben gestern sehr intensiv über den Sozialstaat diskutiert. Vielleicht können wir heute auch einmal nicht die Standardrede halten, sondern vielleicht einmal auf das eingehen, was ich hier sage, das entgegennehmen und auch überlegen, ob wir darauf eingehen möchten. Ich möchte an die Fraktion der GRÜNEN appellieren. Ich nehme Ihnen ab, dass Sie sich für den Klimaschutz einsetzen, dass Sie dort das Beste wollen. Aber vielleicht nehmen Sie auch einmal die Fakten auf und differenzieren einmal, was ist das, was ich hier, von dem, was ich hier sage, unbestreitbar und ist eine Überlegung wert. Ich würde an die Fraktion der CDU appellieren, die ja immer auf ihren Parteitagen mutig beschließt, unter vier Augen klug unseren Vorschlägen zustimmt und hier oft anders redet, doch ein bisschen mutiger zu sein und zudem stärker zu stehen, was Sie in Ihren Parteitagen beschließen, Ihre Wahlprogramme schreiben, aber dann hier im Plenum oftmals dann doch nicht vertreten. Da würde ich mir wünschen, dass Sie vielleicht doch differenzierter mit dem, was ich hier sage, umgehen und an die Kollegen der AfD vielleicht hier auch noch einmal deutlich machen, dass Sie akzeptieren, dass es einen menschlichen Einfluss auf die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre gibt und dass das natürlich auch eine Auswirkung hat auf die Klimaerwärmung. Das wäre auch schön, wenn Sie sich hier vielleicht an der Stelle sich dann konstruktiv an so einer Debatte beteiligen würden. All das habe ich jetzt einmal vorweggeschickt, weil ich es noch einmal versuche, an dieser Stelle deutlich zu machen, dass wir ein Umdenken in der Energiepolitik brauchen, wenn wir Klimaschutz wirklich ernst nehmen. Ich habe das ja in meiner letzten Rede schon einmal gesagt. Ich sage das ja ganz oft, aber manchmal glaubt man ja, es dringt nicht so richtig durch. Seit Jahren sparen wir in Hessen kein CO2 mehr ein. Seit Jahren sparen wir in Hessen kein CO2 mehr ein. Und damit ist doch klar, dass die hier umgesetzte Politik nicht das Ziel erreicht, das sie sich selbst gesteckt hat. Das muss doch logisch sein. Ich zeige es Ihnen noch einmal. Das ist keine Tabelle, die die Freien Demokraten gemacht haben. Das ist aus dem Energiebericht des Landes Hessen. Konsequenterweise auch noch einmal Ihnen vorgetragen, in der alten schwarz-gelben Regierungskoalition ist der CO2-Ausstoß in Hessen um 4,7 Millionen Tonnen zurückgegangen, seit Sie Verantwortung tragen, um 3 Millionen Tonnen gestiegen. Überlegen Sie doch einmal, was das für Ihre Politik bedeutet, Herr Al-Wazir, und für die Politik dieser Koalition. Wir sind heute beim CO2-Ausstoß wieder da, wo wir 2011 schon einmal waren. Heute stößt Hessen wieder so viel CO2 aus wie 2011 vor dem Energiegipfel in Hessen. Darüber muss man doch einmal nachdenken. Da muss man doch sagen, kann alles richtig sein, was ich hier verantworte? Oder betreibe ich hier eine, wie will ich das sagen, Fake-Politik, die Handlung vorschützt, aber keine Effizienz entfaltet? Das muss man sich doch einmal tatsächlich überlegen. Und da ist meine Bitte, Herr Al-Wazir, dass Sie doch dazu auch einmal Stellung nehmen. Woran messen Sie
die Zielerreichung Ihrer Politik? Woran messen Sie die Effizienz Ihrer Politik, wenn denn nicht an der Frage des CO2-Ausstoßes im Land Hessen? Und selbst wenn um wenige 10 oder 20 der CO2-Ausstoß einmal zurückgehen würde, wären Sie ja immer noch unfassbar weit von dem entfernt, was wir wirklich brauchen. Selbst wenn einmal eine Statistik kommen würde, wo wir einmal ein paar hunderttausend Tonnen weniger hätten als im Jahr vorher, wäre das doch nicht das, was Ihr Anspruch ist auf Klimaschutz und Klimaschutzpolitik. Herr Al-Wazir, Sie müssen Angst haben, dass die Klimaaktivistin Greta demnächst einmal vor Ihrem Ministerium steht und sagt, was Sie machen, ist die falsche Politik in unserem Land. Ja, ist so. Es ist so. Und wenn man überlegt, welchen Preis wir bezahlen für Ihre Politik, welchen gesellschaftlichen Preis wir für diese Politik bezahlen, die nachweislich keinen CO2-Ausstoß produziert. Wir zahlen mit einer Spaltung unserer Gesellschaft in Gewinner und Verlierer. Ich habe das oft wiederholt, aber ich wiederhole es so lange, bis es tatsächlich auch einmal von anderen Fraktionen hier auch so dargestellt wird, dass man es verstanden hat. Rund 25 Milliarden € sind in einem Topf, in den zahlt jeder ein, der Hartz-IV-Empfänger und der Millionär. Aber wer kann reingreifen in den Topf, in diesen Subventionstopf des Erneuerbaren Energiengesetzes? Nur der, der Geld zum Investieren hat. Wir verteilen jedes Jahr über 20 Milliarden € von allen zu denen, die Geld zum Investieren haben, um. Das ist eine Spaltung, eine ökonomische Spaltung unserer Gesellschaft, ohne CO2 einzusparen. Wir spalten Dorfgemeinschaften in die wenigen, die Grundstücke haben, die sie verpachten können an Windkraftbetreiber, Geld verdienen, und die, die sozusagen unter den Windkraftanlagen leiden. Wir spalten das Land Hessen in die Landkreise, die massiv belastet sind von Windkraftanlagen, und den großen Städten, in denen sie ja auch gute Wahlergebnisse haben, die da überhaupt keine Belastung haben, sondern die beruhigt sind, dass auf dem Land ja die Windkraftanlagen gebaut werden. Also wir spalten Stadt und Land mit Ihrer Politik. Und wir erleben das hier in Hessen. Hessische Landräte appellieren an Sie. Ich kenne nur den Brief, den die Landräte Ihnen geschrieben haben. Herr Al-Wazir, vielleicht können Sie in Ihrer Rede einmal sagen, was Sie diesen Landräten und den Menschen, die von diesen Landräten vertreten werden, denn geantwortet haben. Wie rechtfertigen Sie die massive Verspargelung unserer Landschaft, die gesundheitliche Belastung, den Wertverlust der Gebäude, die massiven Einschnitte in die Natur? Wie rechtfertigen Sie das, wenn wir kein CO2 einsparen? Wo ist Ihre Rechtfertigung für diesen massiven Eingriff? Ich könnte hier noch weiter vortragen. Unsere Forderung ist es, dass Sie von dem 2-%-Ziel endlich runterkommen, dass Sie endlich sagen, ich habe erkannt, dass der Ausbau von Windkraft nicht zum CO2-Reduzierung in unserem Land beiträgt. Warum auch nicht? Wenn ich sehe, dass der Gesamtenergieverbrauch, Primärenergieverbrauch in Hessen, dass nur 1,3 von Windkraftanlagen bestritten wird, ist doch auch klar, dass dieser gigantische Aufwand, der Eingriff in unsere Landschaft, diese Windkraftanlagen, der EZB-Turm ist 185 Meter hoch. Eine moderne ist fast 100 Meter höher als der EZB-Turm. Solche Betonungetüme stellen Sie in die Naturschutz- und Landschaftsgebiete in Hessen. Das muss doch einen Grund haben. Das muss doch eine Rechtfertigung haben. Und der CO2-Einsparung kann es nicht sein. Das habe ich Ihnen gesagt. Nehmen Sie die Bürger ernst. Nehmen Sie deren politische Vertreter ernst. Weichen Sie ab vom 2-%-Ziel. Sie haben ja immer gesagt, Herr Rock, wie würden Sie es denn machen? Ich will es Ihnen einmal sagen. Warum bauen wir nicht einfach einmal ein oder zwei Gaskraftwerke, betreiben die 30 Jahre, erfinden ein paar vernünftige Speicher, haben vielleicht technologieoffene Ideen, wie wir intensiver CO2 sparen können? Warum sage ich Gaskraftwerk? Sehen Sie diese Tabelle. Ich versuche es ja immer zu visualisieren. Der große Balken, das ist die Kohle, das ist die Braunkohle. Der kleine Balken, das hier ist Gas, ist fast nur ein Drittel des CO2-Ausstoßes von Kohle. Wenn wir über einen Übergangszeitpunkt von 30 Jahren auf Gas setzen würden, dann könnten wir im Gegensatz zu der Politik, die Sie betreiben, die kein CO2 einspart, absolut berechenbar, nachrechenbar
fast zwei Drittel CO2 einsparen zu deutlich geringeren Kosten. Warum machen Sie das nicht? Warum machen wir das nicht? Und das Verhältnis zwischen Braunkohle und Gas ist fast das gleiche Verhältnis wie der CO2-Ausstoß von Gas zu Photovoltaik. Wir könnten wenige Jahrzehnte gigantische Einsparungen im CO2-Verbrauch haben. Und Herr Al-Wazir, ich möchte Ihnen auch noch einmal eins mitgeben. Also ich meine jetzt Informationen mitgeben, dass in Ihrer CO2-Bilanz, ich weiß nicht, ob das jedem hier klar ist, 50% der Energieerzeugung ja gar nicht aufgeführt wird. Hessen importiert die Energie. 50% des Stroms, den Hessen verbraucht, taucht in der Erzeugung unserer Energiebilanz nicht auf. Der kommt zum Großteil aus NRW. Der kommt im Endeffekt aus der Braunkohle aus NRW. Die versorgt Hessen mit Strom. Das heißt, wenn wir hier Gaskraftwerke zu unserer eigenen Stromerzeugung errichten würden, würden Sie gar nicht diese Braunkohledebatte führen lassen. Dann würden wir hier, sauberen Gasstrom produzieren. Wir hätten kein Problem mit der Grundlast. Wir müssten keine Leitungen bauen. Wir könnten den Anteil von regenerativen oder synthetisch erzeugten Gas regelmäßig erhöhen. Dann würden wir noch dafür sorgen, dass die Energiebilanz besser ist. Herr Al-Wazir, Sie wollten wissen, was unser Vorschlag ist. Für die Übergangszeit machen wir zu ein oder zwei Gaskraftwerke in Hessen, und all die Probleme werden gelöst, die Sie nicht in den Griff bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster hat sich Herr Lichert von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Wie heißt der? Lichert. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, meine Damen und Herren! Mit großer Begeisterung habe ich gestern vernommen, dass Frau Kollegin Arnold hier ein höheres intellektuelles Niveau der Debatten angemahnt hat. Ebenso begeistert war ich bei Dankeschön, Frau Kollegin Gnadl, die meine Begeisterung jetzt nicht vernehmen kann. Aber sie hat angemahnt, dass wir hier nicht unterkomplexe Herangehensweisen betreiben dürfen. Das geht natürlich nicht. Das ist diesem Hohen Haus nicht angemessen. Und wenn es ein Politikfeld verdient hat, von Unterkomplexität befreit zu werden, dann ganz sicher die Energiepolitik, also frisch ans Werk. Werte Kollegen, die FDP hat schlicht recht. Die Energiepolitik muss ganz dringend neu gedacht werden. Da könnte man ja trotzdem noch ein bisschen mehr erwarten, liebe Kollegen. Denn ich habe so das Gefühl, dass sie selbst auf der Zielgeraden so etwas wie die Angst vor der eigenen Courage befallen hat. Denn wie ist es sonst zu erklären, dass der entscheidende Satz Ihres Antrages sich im letzten Satz des fünften Absatzes verbirgt? Ich zitiere: Die Landesregierung wird aufgefordert, auf eine Abschaffung des EEGs und ein Ende der Subventionen im Strommarkt hinzuwirken. Aber lassen Sie diesen Satz einfach einmal einwirken. Es ist nämlich ein Satz mit Sprengkraft. Denn das EEG und die Steuersubventionen, die ausufern, sind die tragenden Pfeiler der Energiewende. Das Ende des EEG wäre auch ein Ende der Wende, und das wäre sehr, sehr gut. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle auch einmal sehr grundsätzlich werden. Ich möchte aber meine Bemerkung zu Umweltschutz und Versorgungssicherheit ausdrücklich nicht wiederholen. Und ich möchte auch nicht an den zentralen Glaubenssätzen der Klimareligion rütteln. Denn, liebe Kollegen, dann würde wahrscheinlich die Hälfte dieses Hohen Hauses getriggert werden. Und das könnte ja Unterkomplexität erzeugen. Das wollen wir natürlich nicht. Meine Damen und Herren, ich lade Sie zu einem Gedankenexperiment ein. Tun wir einmal so, als wären wir nicht in Deutschland, sondern in einem anderen Land, einem Land mit einer rationalen Energie- und Wirtschaftspolitik. Ja, ich weiß, das ist jetzt für viele ein bisschen weit hergeholt. Versuchen wir es dennoch. Und wir stünden vor der Entscheidung, ob wir Deutschlands Energiewende übernehmen sollen oder nicht. Was würden wir tun? Meine naive Hoffnung ist, dass wir zunächst schauen würden, was waren denn die Ziele der Energiewende, sind sie erreicht worden, und was hat der ganze Spaß gekostet?
So, und die intellektuellen Höhenflüge, jetzt kann Frau Arnold das leider nicht bewerten, ob das gelingt, ja, die wurden ja angemahnt. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir elaborierte Managementtechniken hier im Plenum mal wirksam werden lassen. Und im richtigen Leben ist es eine gängige Praxis, dass bevor man quadratmetergroße Excel-Tabellen produziert, beispielsweise für Investitionsrechnungen oder so, dass man zunächst einmal vereinfachte Rechnungen macht, um die Plausibilität eines Vorhabens und der zugrunde liegenden Annahmen zu überprüfen. Das nennt man eine Bierdeckelrechnung. Also lassen Sie uns diese Bierdeckelrechnung zu Kosten und Nutzen der Energiewende einfach einmal machen. Die Jubelarien auf die Energiewende die drehen sich nämlich zumeist um den Anteil der Erneuerbaren am Strommix. Und ein Beweisstück haben wir in Form des Top 50 hier vorliegen. Denn da kommt auch wieder der Verweis auf den hohen Anteil oder steigenden Anteil der Erneuerbaren am Strommix. Das geht aber am eigentlichen Thema vorbei. Denn ein zentrales Axiom der Klimareligion ist ja, dass wir CO2 vermeiden müssen. Also schauen wir auf die CO2-Emissionen. Auf die hessischen CO2-Emissionen ist ja bereits verwiesen worden. Aber weil Hessen so stark importabhängig ist, bevorzugen wir dann doch lieber die Sicht auf die deutschen Emissionen. Aber, lieber Herr Kollege Rock, ich verstehe das schon. Den Elfmeter hätte ich natürlich auch nicht liegen lassen. Ist klar. Deutschland wird seine Klimaziele 2020 Lichtjahre weit verfehlen. Schauen wir uns einfach einmal die CO2-Emissionen Deutschlands seit der Energiewende an, also von 2011 bis 2017. Die Klimaapostel hier im Saal haben übrigens Glück, denn es gibt jetzt seit relativ kurzer Zeit einen Bericht des Umweltbundesamts, der auch die Emissionen 2017 enthält. Schauen wir doch einmal drauf. 2011 betrugen die Emissionen des Energiesektors, also de facto der Stromerzeugung, 354 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. 2017 waren das nur noch marginale 313 Millionen Tonnen. Also ein Minus von 41 Millionen Tonnen oder minus 11,4%. Ist das ein spektakulärer Erfolg? Spektakulär sind auf jeden Fall die Kosten, die damit verbunden sind. Nämlich allein in diesem Zeitraum floss EEG-Umlage in Höhe von 151,5 Milliarden Euro. Autsch! Die Kosten der CO2-Vermeidung, das soll ja dieser Bierdeckel jetzt austragen, wollen wir einmal ganz einfach machen. Wir nehmen jetzt einmal nur die EEG-Kosten, und das ist ja nur ein kleiner Teil, und vergleichen Sie einmal mit den Kosten der CO2-Vermeidung im Zeitverlauf. 2006 kostete eine Tonne CO2-Vermeidung in der Stromproduktion 105 €. 2016, also 10 Jahre später, waren es schon 207 und 2017, wie gesagt, ein gutes Jahr für die Erneuerbaren, sanken sie leicht auf 193 €. Lassen Sie uns einmal mit dickem Daumen von aktuellen Kosten von ca. 200 € pro Tonne ausgehen. Diese Zahl für sich genommen sagt noch nicht viel. Aber auch wieder Pech für die Klimaapostel. Es gibt in dem europäischen Emissionsrechtehandel ein theoretisch sehr, sehr gut funktionierendes System zur Preisfindung für CO2-Vermeidung. Und was sagt uns dieses System? 20 € pro Tonne CO2. Die deutschen Kosten liegen also um das Zehnfache höher. Und da haben die Klimaapostel wieder Glück. Seit 2017 ist der Preis nämlich deutlich gestiegen. Zuvor lag er nämlich jahrelang bei nur 5 €. Das hätte bedeutet, dass die deutschen Kosten das 40-fache betragen. Meine Damen und Herren, dieser Bierdeckel ist, wie bereits gesagt, viel zu positiv für die Energiewende. Im Netzentwicklungsplan 2030 werden die mindestens notwendigen Investitionen in die Stromnetze mit 52 Milliarden € beziffert. Die Zuckerlis und Trostpflaster im Rahmen des Kohlekompromisses werden auch mindestens mit den viel genannten 40 Milliarden € zu Buche schlagen. Und die unbestrittene Notwendigkeit des Baus neuer Gaskraftwerke werden auch Milliarden verschlingen. Und so wird es weitergehen und immer, immer teurer werden. Das Einzige, was das beenden kann, ist vielleicht ein großflächiger Blackout im Netz, der den Blackout der politischen Entscheidungsträger endlich offenlegt. Vielleicht wird aber auch der nächste Wirtschaftsabschwung diesem Umverteilungsprojekt von unten nach oben endlich den Stecker ziehen. Werte Kollegen, wir haben gerade gestern
bei den Debatten zu den Kosten des Wohnens und Steuern viel über soziale Gerechtigkeit gehört, gerade eben über die notwendigen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur. Und dort sind die Steuergelder sehr, sehr viel besser aufgehoben als in einem ideologisch getriebenen Elitenprojekt wie der Energiewende. Und genau weil die Faktenlage so desaströs ist, kommt dann der geschätzte Herr Minister Al-Wazir gerne um die Ecke und fragt, wie werden wir denn in 100 Jahren wohl unseren Strom erzeugen? Er sagt, die Energierohstoffe seien endlich, und vermutlich hat er auch recht damit. Er verschweigt jedoch, dass die Reichweite der globalen Lagerstätten bei vielen Rohstoffen sich vergrößert haben. Das heißt, die Reserven, die mit heutiger Technologie und zu heutigen Kosten auch abgebaut und gewonnen werden können, haben sich bei vielen Rohstoffen sogar erhöht. Und Herr Minister, wenn Sie wirklich so in Sorge um die Rohstoffe sind, woher soll dann in 100 Jahren der Stahl für die Windräder kommen oder der Kupfer für die Stromkabel? Und wenn Sie das beantwortet haben, dann bringen Sie mir doch bitte noch den Betreiber eines Stahlwerks mit einem Elektrohochofen, ja, sowas gibt's, und erklären ihm dann, dass er seine Produktion allerdings auf den Wetterbericht abstimmen muss, denn Stahl gibt es bei Flaute dann halt keinen mehr. Ist das wirklich Ihre Vision für eine Energiepolitik in 100 Jahren? Ich hoffe nicht. Meine Damen und Herren, Energiepolitik muss tatsächlich neu gedacht werden und die Debatte vor allen Dingen versachlicht. Dann kommt das Ende der Wende von ganz allein. Die AfD-Fraktion hofft, dass dieser Antrag der FDP einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Und wir unterstützen ihn daher ausdrücklich. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, als Nächstes hat sich Frau Kinkel von den GRÜNEN zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Rock, Sie haben mehr Sachlichkeit in der Debatte angemahnt. Der komme ich nach dem Beitrag von Herrn Lichert gerne nach. Wenn wir über die Energiewende diskutieren, dann kommen wir nicht drum herum, auch über die Klimakrise erst einmal zu sprechen. Darüber nämlich, welche Auswirkungen die Klimakrise auf Milliarden von Menschen hat, wie sie Lebensräume verändert und wie sie das komplette Ökosystem verändern wird. Extremwetterereignisse, Hitzesommer, Überschwemmungen, Stürme. Herr Rock, Sie hatten eben von Werteverlust von Immobilien gesprochen. Warum zählt denn dann für Sie nicht auch der Werteverlust, der eben genau durch diese Extremwetterereignisse hervorgerufen wird? In den letzten Jahren wurde glasklar, dass eben entschlossenes Handeln notwendig ist, um unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und die größten CO2-Emissionen in Hessen kommen aus dem Verkehrssektor. Und deshalb ist auch erst einmal die Veränderung der Mobilität grundlegend. Wir brauchen mehr ÖPNV, wir brauchen mehr emissionsarmen Individualverkehr und vor allem mehr Fahrrad- und Fußwege. Hier sind wir in Hessen schon sehr erfolgreich, aber das ist und bleibt eine Mammutaufgabe auf allen Ebenen. Und ein weiterer sehr großer Anteil von CO2-Emissionen entsteht bei unserer Energieerzeugung. Und deshalb brauchen wir die Energiewende. Wir brauchen den Ausbau von erneuerbaren Energien und den Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung. In Hessen stehen wir mittendrin in dieser Transformation des Energiesystems. Und das wird auch ganz deutlich sichtbar. Wir haben auf der einen Seite die sogenannte alte Welt, also zentrale und konventionelle Großkraftwerke, die viel CO2 ausstoßen, und auf der anderen Seite die sozusagen die neue Welt, kleine dezentrale Erzeugungsanlagen aus Windkraft, aus Wasserkraft, aus Solarenergie, die vielen Menschen ermöglicht, sowohl Erzeuger von Strom zu sein, als auch gleichzeitig Verbraucher von Strom zu sein. Und diese Veränderung hat natürlich Auswirkungen auf alle Bereiche.
Die Energieerzeugung war früher weit weg von uns und wird jetzt sichtbar. Sie passiert vor unserer Haustür, sie passiert in unserer Landschaft, auf unserem Dach. Die Errichtung von erneuerbaren Energienanlagen richtet sich nicht nur danach, wo der Strom benötigt wird, sondern auch danach, wo er am effektivsten produziert werden kann. Und deshalb kommt auch dem Stromtransport eine größere Bedeutung zu. Und wir diskutieren ja gerade auch in Hessen über den Verlauf von Stromtrassen. Die Leitungen Ultranet und Südlink zum Beispiel, die sollen gebaut werden, um den Strom aus dem Norden, wo er eben sehr effizient erzeugt werden kann, in den Süden zu transportieren, nach Bayern und nach Baden-Württemberg, wo viel Energie verbraucht wird und wo vor allem in den nächsten Jahren auch durch den Atomausstieg viel Kapazität vom Netz geht. Die Hessische Landesregierung setzt sich dafür ein, dass die Planung der Ultranet-Leitung, die durch den Rheingau-Taunus und den Main-Taunus-Kreis gehen soll, dafür genutzt wird, die Verschwenkung der bestehenden Trasse zu erreichen. Also die Ultranet-Leitung soll auf den Masten einer schon vorhandenen Trasse gespannt werden. Und das muss jetzt auch dafür genutzt werden, um den Verlauf dieser Trasse von der Bebauung abzurücken und damit die Menschen zu entlasten. Das wäre nämlich eine Win-Win-Situation und würde die Akzeptanz vor Ort erheblich verbessern. Und dafür setzen wir uns ein. Letzte Woche wurde außerdem bekannt, dass die Gleichstromtrasse Südlink durch Hessen, genauer gesagt durch den Werra-Meißner-Kreis, führen soll. Das hat alle sehr überrascht, weil die zuständige Bundesnetzagentur bis vor Kurzem noch die Variante, die durch Thüringen lief, favorisiert hat. Klar ist, dass der Trassenverlauf am Ende aufgrund von fachlichen Kriterien entschieden werden muss und die geringsten Auswirkungen auf Mensch, auf Natur und auf die Umwelt haben muss. Und dazu gehört auch die Berücksichtigung von regionalen Besonderheiten, z. B. Soleheilquellen im Untergrund. Nur wenn das auch berücksichtigt wird, dann hat eine solche Trasse auch Akzeptanz. Und deshalb werden wir den Verlauf der Trasse ganz genau überprüfen und uns dafür einsetzen, dass die verträglichste und die effizienteste Variante umgesetzt wird. Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Energiepolitik zielt darauf ab, dass wir die Emissionen reduzieren, dass wir die Versorgungssicherheit gewährleisten und natürlich auch, dass die Bezahlbarkeit in einen guten Ausgleich gebracht wird. Und seit wir GRÜNE in Hessen mitregieren, wird nicht mehr über das Ob der Energiewende gestritten, sondern darüber, wie wir die Energiewende umsetzen. Wir sind großer Fan des europäischen Emissionshandels. Und wir sehen gerade, dass dieser aktuell zu wirken beginnt. Der Markt macht nämlich genau das, was er soll und was auch übrigens die FDP immer fordert. Er reguliert sich selbst. Also erste Windkraftanlagen gehen vollkommen ohne Förderung ans Netz und produzieren Strom. Und auf der anderen Seite fallen sehr viele Windkraftanlagen ab 2020 aus der Einspeisevergütung und werden trotzdem weiter Strom produzieren. Und das zeigt ja auch, wir müssen das EEG überhaupt nicht abschaffen. Das EEG funktioniert so gut, dass es sich selbst bald überflüssig gemacht hat und die erneuerbaren Energien konkurrenzfähig sind. Der Markt funktioniert, und auch die Gaskraftwerke würden durch eine ordentliche CO2-Bepreisung rentabel werden. Da brauchen wir keine planwirtschaftlichen Ansätze, wie Sie in Ihrem Antrag formuliert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Der freie Markt, den Sie ja immer als Fetisch vor sich hertragen, ist schon wesentlich weiter, als Sie in Ihrem Antrag fordern. Wir haben in Hessen ein großes Kohlekraftwerk, das enorme Auswirkungen auf unsere CO2-Emissionen hat. Die Stilllegung der Blöcke 1 bis 3 des Kohlekraftwerks Staudinger hat in den Jahren 2012 bis 2014, ganz ohne dass die FDP da irgendetwas zugetan hat, zu einem hohen Rückgang von CO2-Emissionen in Hessen geführt. Und das ist absolut kein klimapolitischer Erfolg der FDP gewesen. Ganz im Gegenteil. Ihr FDP-Minister Rentsch wollte damals den klimaschädlichsten Block 1 von Staudinger mit aller Gewalt am Netz belassen. Zum Glück hat sich Frau Puttrich damals als Umweltministerin durchgesetzt.
Aber wäre es nach Ihnen gegangen und nach der FDP gegangen, dann wären Sie jetzt für wesentlich höhere CO2-Emissionen in Ihrer Regierungszeit verantwortlich. Und als der havarierte Block 5 des Kohlekraftwerks Staudinger in 2015 wieder in Betrieb genommen wurde, sind die Emissionen im Energiebereich um 20% gestiegen. 20% mehr Emissionen. Meine Schlussfolgerung daraus ist nicht, dass wir jetzt weniger erneuerbare Energien ausbauen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir den Kohleausstieg konsequent und zielstrebig umsetzen müssen. Und dann brauchen wir natürlich die Erzeugungsanlagen. Und die dürfen dann nicht durch den Import von anderen konventionellen Energien ersetzt werden, sondern muss durch eine konsequente Einsparung von Energie, Steigerung der Energieeffizienz und dem Ausbau von erneuerbaren Energien gedeckt werden. Ein weiterer Punkt, der den CO2-Ausstoß beeinflusst, ist die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Hier haben wir in den letzten 5 Jahren unter einem grünen Wirtschaftsminister eine wesentlich bessere wirtschaftliche Entwicklung, als wir vor 6 Jahren hatten. Aber klar ist auch, dass wir uns mehr anstrengen müssen und die wirtschaftliche Entwicklung von dem Energieverbrauch abkoppeln müssen. Darin liegt der Schlüssel der Energiewende und auch die gesamte Transformation der Wirtschaft, nämlich die enorme Effizienzsteigerung, die dort notwendig ist. Das haben wir auch schon erreicht. Die Treibhausgasemissionen bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt sind um 23% rückläufig. Der Trend zur Entkopplung ist also ganz klar deutlich. Aber wir müssen eben noch mehr tun, und das werden wir auch, z. B. durch das Maßnahmenpaket Roadmap Energiewende oder durch das Programm zur energetischen Gebäudesanierung. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen die Energiewende. Und wenn wir einmal ehrlich sind, sie ist ja auch schon da. Städte errichten Wärmenetze, Kommunen stellen ihre Straßenlaternen um auf LEDs, Gebäude werden energetisch saniert. Über 100 Kommunen in Hessen sind Klimakommunen. Es werden Genossenschaften gegründet, um eben an der Energiewende teilzuhaben. Und Unternehmen investieren in Energieeffizienzmaßnahmen. Die Energiewende passiert in Hessen. Sie ist auch eine Graswurzelbewegung, und wir werden sie stärken. Das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank. Frau Kinkel, das war eine Punktlandung. Als Nächsten habe ich Herrn Krüger von der SPD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hochverehrter Herr Kollege Rock, Sie haben uns aufgefordert, keine Standardreden zur Energiewende zu halten. Ich für meinen Teil werde mich daran halten. Es wäre aber schön gewesen, wenn wir von der FDP auch keine Standardrede zu hören bekommen hätten. Aber gut, wir arbeiten uns. Das war noch moderat, stimmt. Also ich war schon mal heftiger. Ja. Also von daher. Also wenn wir es bei der FDP nicht besser wüssten, könnte man ja fast bei der Zahlenverdreherei und Äpfel- und Birnenvergleicherei in Ihrem Antrag fast Absicht vermuten. Aber wie gesagt, wir wissen es ja besser, es ist wahrscheinlich keine Absicht, sondern nur Unkenntnis. Und deswegen, lieber hochverehrter Kollege Rock, lade ich Sie gerne einmal zu mir nach Hause ein. Wir können uns dann in meinen Garten setzen, wenn es ein bisschen wärmer wieder geworden ist. Das war ja gerade warm, aber ne, wenn es noch einmal wieder richtig wärmer wird im Frühling. Weil da können Sie mehrere Sachen gleichzeitig lernen. Erstens, wenn ich Ihnen den Unterschied zwischen Primärenergieverbrauch, Energieaufkommen und Endenergieverbrauch erklären, also das heißt, was auf dieser Tabelle sichtbar ist, und warum die Windenergie mit 100% Effizienz und die Kernenergie mit nur 30% Effizienz dort unterschiedlich veranlagt werden. Aber Sie können dann gleichzeitig auch erleben, wie fürchterlich das ist, unter Windkraftanlagen zu sitzen, weil von meinem Schlafzimmerfenster aus und im Garten ist man dann noch näher, sind es 400 m zur nächsten Windkraftanlage und 500 m zur übernächsten Windkraftanlage. Sie werden feststellen, der Lärm von den Windkraftanlagen ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ein Auto auf der Landesstraße dazwischen durchfährt.
dann hört man die Windkraftanlagen leider nicht mehr. Aber man kann trotzdem noch miteinander reden. Insofern die Einladung steht, und dann können wir das einmal in Ruhe durchsprechen. Und dann können wir auch, wir können auch zusammen grillen, wobei ich ja nicht so der, Griller bin. Ja, ich mag es nicht, wenn alles nach Rauch stinkt. Aber das kann man ja auch mit Gas machen. Da greifen wir dann die Gasinitiative der FDP dann mit auf. Also, und da können wir uns dann auch darüber unterhalten, warum die CO2-Emissionen im Verhältnis zum Primärenergieverbrauch ein komisches Argument sind, wenn wir gleichzeitig eine Situation haben, in der Deutschland größter Stromexporteur in Europa ist, und zwar aufgrund der vielen Kohlekraftwerke. Deutschland, ich spreche von Deutschland. Deutschland ist größter. Deutschland ist, ja, aber Sie argumentieren ja mit Importanteil. Mit Importanteil argumentieren Sie. Und den Import bekommen wir ja nicht aus Frankreich, sondern den Import bekommen wir aus Deutschland. Und der Importanteil von 50%, wäre ja viel geringer, wenn wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorankämen, weil dann würden wir einen viel größeren Anteil an Strom hier in Hessen selber produzieren. Also diese Zusammenhänge muss man schon begreifen, um eine wirklich faktenbasierte Diskussion hierüber zu machen. Und da darf man nicht Äpfel mit Birnen ständig durcheinanderbringen und mal nach Zahlen machen, sondern dann muss man sich wirklich über die Fakten unterhalten. Und der Fakt ist, wenn wir hier in Hessen mehr erneuerbare Energien haben, wenn wir mehr Windkraftanlagen haben, ist auch der Anteil, den wir an Strom importieren müssen, wesentlich geringer. Und dafür setzen wir uns ein. Und uns Sozialdemokraten, meine Damen und Herren, geht es dabei ja nicht nur um Klimaschutz. Das ist ein schöner Effekt. Aber es geht auch darum, eine Politik zu machen, die Industrie und Mittelstand fördert. Ein großer Teil der Betreiber der Anlagen von erneuerbaren Energien sind mittelständische Unternehmer. Und da wundert mich die Position der FDP immer wieder. Also sonst extrem mittelstandsfeindlich. Und da, also, man kann gar nicht genug zubetonieren und zumachen und nicht genügend gegen Frösche sein. Aber bei den Windkraftanlagen, da sind das dann plötzlich die Naturschützer und die absolut wirtschaftsfeindlichen und mittelstandsfeindlichen Demagogen. Das geht für mich irgendwie nicht zusammen. Und dafür kann ich also eigentlich nur verweisen auf Matthäus 7, Vers 5. Wo wir allerdings mit der FDP, in meinem Wahlkreis ist das wichtig, dass man sich da auskennt. Mein Kollege von der CDU nickt. Wo wir allerdings also nicht alles nur im Widerpart zu definieren, wo wir Ihnen zustimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ist das Thema Ultranet und Verschwenkung. Ja, 400 Meter Abstand ist notwendig, und es ist eine maßgebliche Veränderung der Nutzung, wenn wir da eine HGÜ oder auch eine Drehstromaufseilung machen. Und dann muss das entsprechend umgeplant werden. Dann müssen diese 400 Meter eingehalten werden. Da haben Sie unsere Unterstützung. Und weil es leider immer wieder gesagt werden muss, und das ist halt immer der Teil der Standardrede, die Sie gehalten haben, hochverehrter Kollege Rock, das ist diese Desinformation über die Energiewende und über das EEG. Also, wir reden hier ja nicht, auch andere Redner haben das ja angesprochen, wir reden ja hier gerade nicht über Subventionen und über Steuergeld, sondern wir reden über eine Umlage, die in einem Zusammenhang steht mit einer Lieferung, die in einem Zusammenhang steht. Wie gesagt, ich sage nur Einladung in den Garten. Ja, wir können das da in Ruhe besprechen, Herr Rock. Aber ne, es ist eine Umlage, die im Gegenzug für eine Stromeinspeisung bezahlt wird, und nur dann. Und das muss man denen ins Stammbuch schreiben, die immer so tun, als könnte man eine Windkraftanlage errichten, und die steht dann da und produziert keinen Strom, und trotzdem würde man Subventionen bekommen. Keinen Cent
Keinen Cent bekommen Sie dafür. Keinen Cent. Außer Sie sind Offshore-Windkraftanlagenbetreiber. Dann bekommen Sie eine großzügige Unterstützung für den Anschluss an Land. Das bezahlen wir alles mit. Aber die Onshore-Windkraftanlagen finanzieren sich nur aus dem, was man an Strom geliefert hat. Ich komme selbst aus der Energiewirtschaft. Das nennt man einen Festpreisvertrag. Und genau das hat die Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, haben wir mit vielen Industrieunternehmen so gemacht, die Energieanlagen hatten. Den haben wir auch für einen Festpreis Strom abgekauft. Genau das macht der Gesetzgeber mit dem EEG, muss man immer wieder erklären. Aber jetzt zum Schluss noch einmal zwei Worte zum Antrag der Koalitionsfraktionen. Das erstaunt. Ja, ich habe leider nur 10 Minuten Zeit. René, ich habe leider nur 10 Minuten Zeit. Da komme ich gleich noch zu. Also der Antrag der Koalitionsfraktionen, ja, der ist ja nun von besonderer Güte. Kein Wort zum Konflikt über den Teilregionalplan Energie Südhessen. Kein Wort. Wie ist denn eigentlich ein Redner? Kommt ja noch von den Koalitionsfraktionen. Wie ist denn eigentlich die Position der Koalitionsfraktionen zu dem Konflikt da? Ja, das würde uns schon interessieren. Also, weil in der Tat, ja, da gibt es halt eben gerade Stress über die unterschiedliche Aufteilung der Windkraftanlagen. Und es ist schon interessant, dass also es ist logisch, dass man keine Windkraftanlagen im Tal baut und auch jetzt nicht mitten in Frankfurt. Das ist völlig klar. Aber es ist ja nicht so, dass der Vogelsberg und der Main-Kinzig-Kreis die einzigen Höhenlagen sind im Bereich Südhessen. Ich bin selbst in der Regionalversammlung Mittelhessen. Ich weiß, wie schwierig das ist, da einen vernünftigen regionalen Ausgleich zu finden. Und dazu würde uns auch schon noch einmal eine Positionierung der Koalition und der Koalitionsfraktionen interessieren. Kein Wort. Kein Wort zum hessischen Energiegipfel. Bisher war das eigentlich Common im Hause, dass wir uns darauf verständigt haben, also mit Ausnahme der FDP, die dann plötzlich nichts mehr davon wissen wollte, aber dass wir darüber einig sind. Ja, es wäre schön, wenn man das dann einfach noch einmal, weil da ist ja das 2-Prozent-Ziel niedergelegt, über das wir da gerade reden. Kein Wort zum hessischen Energiegipfel und zu den da vereinbarten Zielen. Und dafür aber das Eingeständnis, dass man die eigenen Ziele, 25% erneuerbare Energien am Stromverbrauch in Hessen nicht erreicht hat. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir es auch regierungsamtlich bzw. fraktionsamtlich. Aber wir wünschen natürlich da auch weiterhin gute Verrichtung, um da weiter voranzukommen. Um das zum Schluss zu bringen, ceterum censeo. Es ist halt leider, Herr Rock, immer das Gleiche. Ihr Don Quixote-Kampf gegen Windmühlen ist wirtschafts- und mittelstandsfeindlich. Und er ist auch verbraucherfeindlich, da die Windkraft die günstigste Form der Energieerzeugung ist. Vielen Dank und Glück auf!